Herzlich willkommen auf Boxing Arts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin's wieder, dein Ferhat. Und mit dem heutigen Thema, die vier häufigsten Fehler zum Aufwärtshaken. Heutiges Thema, die vier häufigsten Fehler, die ich so kenne, die man bei einem Uppercut machen kann. Und ich will auch gar nicht darüber so lange reden, sondern wir fangen gleich an. Ja, der erste Fehler ist, du hast nicht die richtige Reichweite und willst den Gegner treffen, obwohl er viel zu weit weg ist. Und zwar das mit einem Aufwärtshaken. Und das funktioniert so nicht. Denn oftmals sehe ich dann das hier, dass die Aufwärtshaken viel zu lang gebracht werden. Ja, dass du dann hier bist und hier treffen willst. Du hast eigentlich schon den Arm komplett durchgestreckt und das geht nicht. Weil, warum? Denn hier bist du sehr offen für einen Konterschlag. Du kannst von überall getroffen werden. Du kannst zum Körper, zum Kopf, von der Seite, von unten. Du kannst überall getroffen werden und deswegen ist das nicht gerade optimal. Du machst das richtig, indem du es so machst. Ich nehme immer meinen Jab als Reichweite. Von hier aus könnte ich einen Aufwärtshaken treffen. Ich kann hier hin treffen, ich kann auch hier hin treffen. Ne? Du kannst hier reingehen, treffen. Das ist dann ungefähr der Abstand oder die Reichweite, die du haben solltest, damit du einen Aufwärtshaken richtig triffst. Der zweite Fehler ist, die Aufwärtshaken werden aus dem Bizeps geschlagen. Dass sie dann hier stehen und einfach nur so machen. So. Und so wird das natürlich nicht geschlagen. So hast du keine Kraft dahinter, denn dieser Arm, kleine Arm, hat nicht niemals genug Kraft, als wenn du den ganzen Körper mit in den Schlag reinbeziehst. Und wie machst du es jetzt so richtig? Du musst hier stehen und einfach nur, okay, den Oberkörper reindrehen. Bumm, den Oberkörper reindrehen. Genauso auch hier mit dem linken Haken, okay? Linken Aufwärtshaken. Du bist hier unten, pam, pam, drehst du nicht rein. Immer wieder den Oberkörper reindrehen. Der dritte Fehler ist, dass Leute versuchen, den Aufwärtshaken schräg zu hauen, okay? Nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich stehe jetzt hier und der Haken, der kommt dann von hier, von der Seite. Und da läufst du Gefahr, dass du auf die Ellenbogen triffst. Also du triffst ihn von hier dann, so oder so nach oben. Das ist gefährlich, weil wenn du auf dem Ellbogen triffst, dann kannst du dir auch dadurch Verletzungen in den Knöcheln holen. Und deswegen solltest du immer versuchen, die Mitte anzupeilen. Wenn ich hier stehe, dann solltest du versuchen, hier durchzutreffen, durch die Mitte. Also wenn du hier stehst, dann richtig durch die Mitte, boom. Dann wieder durch die Mitte, boom. Wieder durch die Mitte, durch die Mitte. Und der vierte häufige Fehler ist, die Leute bringen einen Aufwärtshaken, obwohl sie gar nicht die Möglichkeit haben, einen Aufwärtshaken zu bringen. Beispielsweise, entweder du stehst, wie schon am Anfang erwähnt, viel zu weit weg. Du kannst ihn gar nicht treffen oder du kämpfst jetzt beispielsweise gegen einen größeren. Dann kann ich ihn nicht von hier, wenn sein Kopf da oben irgendwo ist, dass ich ihn dann da oben hin treffe. Das geht einfach nicht. Ich muss dann ihn schaffen, dass er irgendwie seine Deckung, dass er runtergeht mit seinem Kopf, damit ich ihn dann hier in der optimalen Stelle treffen kann. Ne? Du kannst nicht irgendwie einen Aufwärtshaken von hier hinten bringen, damit wirst du ihn niemals treffen. Deswegen nutzt diesen Aufwärtshaken wirklich so, dass er ein besonderer Schlag ist, aber nur dann in dem richtigen Moment. Wenn du ihn dann hast, dann tut es ihm auch richtig weh. Ja, wir sind auch wieder am Ende des Videos angelangt und ich hoffe, du hast jetzt die Fehler gesehen, die man nicht machen sollte. Wenn du wissen möchtest, wie man einen Aufwärtshaken schlägt, dann kannst du dir das Video hier oben angucken, das wird dir sicherlich weiterhelfen. Und wenn du keine weiteren Videos mehr über das Boxen und das Boxtraining verpassen möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und freue dich auf weitere Videos. Bis dahin, ciao.